Eines der ganz großen Themen der Bibel ist der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten und der Zug durchs Rote Meer, die Zeit in der Wüste, all die Versuchungen, Schwierigkeiten, Kämpfe, Probleme, die Gottesoffenbarung am Sinai und dann irgendwann die Einnahme des verheißenen Landes. Es wird in wirklich üppiger Form, episch geradezu im Alten Testament darüber berichtet. Warum eigentlich? Warum nimmt das in der Bibel so viel Raum ein? Die Antwort finden wir bei Paulus im 1. Korintherbrief. Paulus schreibt uns: Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Und einige Verse weiter hinten heißt es: All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Die Wüstenwanderung des Volkes Israels und das, was dort geschehen ist, ist eine Ermahnung für uns. Das, was dort im Natürlichen geschah, ist eine ähnliche Situation wie die, in der wir uns im Geistlichen befinden. Das Volk war in der Sklaverei in Ägypten. Und durch das Blut des Passahlammes konnten sie ausziehen und durch das Meer hindurchkommen und kamen dann in die Wüste. Wir waren im Land der Sünde und durch das Blut Jesu durften wir ausziehen, konnten durch das Meer hindurch, durch die Taufe hineinkommen in das, was Gott für uns hat. Und plötzlich finden wir uns auch in der Wüste wieder. Es ist ganz ähnlich. Und Paulus sagt, die Probleme, mit denen die Leute sich damals auseinanderzusetzen hatten, das sind die gleichen Probleme, mit denen du und ich uns auseinanderzusetzen haben. Es ist unser Vorbild. Es ist eine Ermahnung für uns. Deshalb ist es gut, sich damit mal zu beschäftigen und mal zu schauen, was hatten die eigentlich für einen Stress? Was hatten die für Probleme? Und du stellst fest, ihr Hauptproblem war, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie dachten, dass sie laufen sollten. Und deshalb haben sie gemurrt. Sie haben Gott angeklagt, sie haben geschimpft und sie haben gesagt, ich will wieder zurück nach meinem Ägypten. Ich will wieder zurück in das Land, aus dem ich gekommen bin. In die Sünde. Der Weg mit Gott ist zu schwierig. Ich sehne mich zurück nach einem Leben ohne Gott. Das ist im Grunde genommen die große Gefahr, wenn du dich in der Wüste deines Lebens befindest. Paulus nennt uns hier einige Punkte im 1. Korintherbrief. Und da heißt es beispielsweise: Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben. Werdet nicht Götzendiener und lasst uns nicht Unzucht treiben. Das ist eine sehr ähnliche Sache. Du setzt dein Vertrauen auf etwas anderes. Du hast Götzendienst. Ein Götze kann sonst was sein. Deine Karriere, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, deine Finanzen, deine Ehepartner. Dein Können. Und du setzt darauf dein Vertrauen anstatt auf den Herrn. Er ist dein Versorger. Er ist derjenige, der dich mit allem versorgt. Und du treibst Unzucht, indem du diese Dinge mehr Wert gibst, mehr wertschätzt als das, was Gott für dich bedeutet. Ja? Geistliche Unzucht. Ein großes Problem für uns, wenn wir in der Wüste sind und die Dinge anders laufen, als wir uns das gedacht hatten. Dann wenden wir uns eben anderen Dingen zu. Wir versuchen, unser Denken mit anderen Dingen zu füllen. Wir sagen, ach, das mit Gott ist nicht so wild und nicht so wichtig. Das heißt auch, lasst uns auch den Christus nicht versuchen. Das ist eine Gefahr in der Wüste. Dass wir sagen, also entweder läuft es jetzt so, wie ich mir das vorstelle, oder ich steige aus. Oder ich gehe zurück nach meinem Ägypten. Das passt mir hier nicht. Im nächsten Vers sagt Paulus, murrt auch nicht. Wie viele Christen murren, versuchen den Herrn, sind todunglücklich mit ihrer Situation und setzen ihr Vertrauen auf andere Dinge. Das sind die Gefahren, in denen wir stecken, wenn wir durch unsere Wüstenphasen im Leben hindurchgehen. Vielleicht gehst du gerade in einer Wüstenphase deines Lebens. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo Schwierigkeiten und Probleme und Kämpfe überhand nehmen. Du sagst, Gott, was ist denn das hier? Ich rate dir, murre nicht. Klage den Herrn nicht an. Lass dich vom Feind nicht überwältigen, indem du Götzendienst tust oder sowas, sondern halte fest an dem, was der Herr für dich verheißen hat. Es geht darum, dass du in dein verheißenes Land hineinkommst. Durch das Murren und durch das Anklagen und durch die
Härte ihres Herzens hat das Volk Israel damals das verheißene Land nicht einnehmen können. Außer Josua und Kaleb. Es kam keiner hinein. Ihr verheißenes Land, was Gott für sie vorgesehen hatte, haben sie alle verspielt durch ihr Murren. Pass auf, dass das nicht in deinem Leben auch geschieht. Halte am Herrn fest und sag, Herr, ich will nicht murren, ich will nicht irgendwie auf andere Dinge mein Vertrauen setzen. Ich halte an dir allein fest und ich weiß, mit dir zusammen werde ich durch diese Wüste hindurchkommen und mein verheißenes Land, das, was du mir versprochen hast, zur Fülle einnehmen. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel mehr für dich.